So, endlich wieder Hertha Talks, endlich wieder in meinem Atomschutzbunker. Ich bin zurück und die Hertha ist auch zurück. Und Freunde, ja, ich habe mir dieses Spiel angeguckt gegen Paderborn und ich hatte mir schon einen Paderday Rage zurechtgelegt, weil ich habe beim guten Felicio in den Stream geguckt, den hatte ich nebenbei laufen. Und auch er war sich eigentlich einig, dass das, was Paul Dardai auf der Pressekonferenz gesagt hat, eigentlich gar nicht so richtig stimmt. Und so diese Entwicklung bei Hertha irgendwie gar nicht da ist. Und das ist ja Gründe auch hat, warum man so gefühlt im Niemandsland der Tabelle steht, beziehungsweise immer mal so ein bisschen an den Aufstiegsplätzen oder an Platz 3 leckt, aber dann auch wieder auf den Boden fällt. So, und jetzt ist es ja wieder so. Jetzt bist du wieder 5 Punkte weg. Es ist also theoretisch wieder in Sichtweite, aber wenn jetzt die Konkurrenz gewinnt, beziehungsweise du nächste Woche gegen Rostock wieder einen Dämpfer kassierst, dann bist du wieder weiter weg. So, und das war halt das, was wir halt auch bemängelt haben, dass so diese Entwicklungsstufe fehlt. Und wenn ich mir dieses Spiel angucke, erkenne ich auch 75 Minuten lang alles klar, da ist keine Idee, da ist kein Wille oder sonst was. Also gegen Nürnberg zum Beispiel. Gut, da war die erste Halbzeit auch katastrophal, aber da habe ich dann auch gesehen, dass du irgendwie so gefühlt aus dem Nichts 2 Tore machst. Dann steht es 3-3 und plötzlich fängt Hertha an, Fußball zu spielen und alles auf eine Karte zu setzen und versuchen, dieses Spiel noch zu gewinnen. Da war auch das In-Game-Coaching von Paul Dardai gut, der gesagt hat: So, komm, all in, 4 Stürmer und ab die Luzi. Dann standen ja mit Premliak, Niederlechner, Tabakovic und noch einem, ich weiß es gerade nicht, standen dann auf dem Platz. Und dann war volle Offensive und volle Kraft voraus. Und nur noch 3 Stürmer hinten und gib ihm. Heute war das die ganze Zeit auch, du liegst 2-1 hinten, das Spiel ist eigentlich noch nicht tot. Du kriegst ja auch vor der paradalischen 60. Minute kriegst du es 2-1. Du hättest noch eine halbe Stunde Zeit. Und dann wird sich hin und her gekickt, nach vorne, ist wieder ein Fehlpass, dann kommt wieder Paderborn, dann spüren wieder 2, 3 Pässe. Also ich habe irgendwie auch nicht so diesen Willen gespürt, alles klar, wir rennen jetzt nach vorne und bombardieren das Tor der Paderborner und dann mit unserer Qualität ziehen wir das dann noch. Man muss manchmal auch den Anschein haben, dass von dem wir mal sprechen, so ja, eigentlich müsste der Kader qualitativ in der Lage sein, um hier auch die Bitte zu spielen, dass das gar nicht gegeben ist, dass man gar nicht die Qualität hat, einfach so ein Spiel dann einfach mal schwupps irgendwie zu entscheiden. So gefühlt. Und Paderborn war eigentlich das ganze Spiel über besser. Und wenn ich jetzt mich gerade so zurückerinnere, frage ich mich jetzt eigentlich immer noch, wie wir dieses Spiel gewinnen konnten. So, 85. Minute, Spiel ist irgendwie tot. Ball kommt irgendwie mal in den Rückraum. Einer von vielen Bällen, der irgendwie ankommt. Dann kannst du da hinten eigentlich einen Traktor parken. Da kommt, ich weiß auch nicht, der Ball liegt auch gefühlt eine Minute da einfach frei rum und keiner geht dahin. Und Billy kommt dann und haut das Ding einfach rein. Es wird dann zwar noch gecheckt, ob der Ball mit vollem Umfang hinter der Linie war, also hinter der Auslinie oder nicht. Am Ende zählt es dann doch. Und das Lustige ist, im Twitch-Chat war es, glaube ich, hat jemand gecallt, dass Billy heute ein Tor macht. Einfach weil er so wenig spielt und er es ihm gönnen würde. Einfach um mal zu zeigen, Leute, ich bin da, ich möchte mehr Spielzeit und so weiter und so fort. Und er macht ausgerechnet, er macht dann sein Tor wirklich wie aus dem Nichts. Und dann dachte ich, gut, okay, nehmen wir wenigstens noch einen Punkt mit, ist ja besser als nichts. Auch wenn ich mich frage, wie das hier geklappt hat. Letzte Woche hat das auch geklappt. Und da kommt dann das Konzept von Pardai, der wirklich was im Tragen, das, was er eigentlich spielen will, nämlich hinten gut stehen und dann irgendwie kontern, funktioniert es plötzlich mal. Fliegt den Paderborn, war es ein eigener Standard? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fliegt den Paderborn das um die Ecke. Scherhand macht das Spiel schnell, spielt dann auf Fabi. Der spielt einen überragenden Ball auf Ibo Maser und der muss dann nur noch querlegen auf Tabakovic, der dann halt da steht, wo ein Stürmer stehen muss. Und dann macht er das 3-2 und am Ende gewinnt Hertha dieses Spiel, wie auch immer. Ich glaube, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Mit 3-2, eigentlich hätte man zur Pause schon 5-1 oder sowas hinten liegen können.
Allein auch schon, dass du das 1-1 machst. Das 1-1 ist eigentlich auch nur ein Geschenk, weil Klefisch von Paderborn so ein dermaßen Bock drin hat, dass Barkok sich quasi selber den Ball holt und Falko Dardai dann aber wenigstens, als er aufs Tor zuläuft, uneigennützig nochmal zu Barkok weiterleitet, der ihn dann nur noch reinmachen muss, anstatt dann irgendwie selber zu schießen. Auch in das, auch wenn man jetzt sagt, ja, okay, Querlegen ist irgendwie für Dovis so. Bei FIFA sagt man Sweaty Goal dazu, aber wenn ich so daran denke, dass zum Beispiel letzte Woche in Nürnberg ein Fabian Reese einfach in die Mitte gezogen hat und dann geschossen hat, anstatt den besser postierten, ich weiß es nicht, wer es war, auf außen zu legen, dass der die Flanke spielen kann. Oder es gab nochmal irgendwie so eine Szene, wo irgendjemand einfach mal frei durchläuft und es einfach probiert, anstatt mal irgendwie zum besser postierten zu spielen. Bin ich schon sehr froh, dass Palko Dardai gesagt hat, komm, Eamon, du stehst besser da, ich lege ihn dir mal rüber und er macht ihn dann auch. Ja, finde ich, anstatt es dann halt irgendwie auch zu probieren, weil ganz ehrlich, die Zeit der Experimente ist vorbei, so wie Fabi bei der Ed Broski Show gesagt hat, es zählen jetzt nur noch Siege, jetzt zählt nur noch das Ergebnis. Und man möchte die Paderborner am liebsten in den Arm nehmen, weil die haben wirklich ein Riesenspiel gemacht. Der Trainer meint auch das beste Spiel der Saison. Und am Ende verlierst du dieses Spiel doch irgendwie. Hertha schießt viermal aufs Tor, drei Bälle davon sind drin. Das ist dann einfach auch brutal, auch wenn diese Effizienz mich heute mal irgendwie total freut. Meine Stimmbänder waren quasi geplatzt nach diesem 3 zu 2. Ich wollte ja eigentlich hinfahren, am Ende hat es dann zeitlich doch nicht ganz so hingehauen, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, ich hätte dann doch aber einen heiden Spaß gehabt und wäre jetzt gerade wahrscheinlich fix sind alle mit kaputten Stimmbändern hier angekommen. Ja, man muss es am Ende einfach mal so nehmen, so dreckige Siege. Und ich hoffe aber, dass so ein Sieg wie hier der Mannschaft jetzt mal Auftrieb gibt und sagt, okay, wir haben jetzt augenscheinlich für das Publikum nicht alles getan, um dieses Spiel noch zu gewinnen, weil ich habe davon nichts gesehen, aber wir haben dieses Spiel noch gezogen. Und das heißt, wir können jederzeit mit unserer Qualität dieses Spiel irgendwie noch ziehen und Spiele zu unseren Gunsten entscheiden. Ich brauche das jetzt auch nicht jede Woche, dass wir Rückstände drehen müssen, aber es sollte zumindest das Gefühl geben, okay, wenn es in der 89. Minute noch 0-0 steht oder 1-0 steht, dann können wir hier noch ein Tor schießen. Und das Ding zumachen, weil das hatten wir tatsächlich dann doch auch häufiger mal, dass es kurz vor knapp noch irgendwie sehr ausgeglichen stand. Und am Ende hast du das Spiel dann noch irgendwie verloren, siehe Wiesbaden zum Beispiel. Oder am Ende ging es dann doch auch nur unentschieden aus. Und so hast du jetzt aber wenigstens auch noch mal die Gewissheit, es geht. Und sorry an die Paderborner, also man kann ja nur dazu sagen, Hertha war jetzt auch oft genug leider in dieser Situation. Nee, jetzt nicht unbedingt in der zweiten Liga, aber gerade erste Liga. Ich sag nur Mainz, ich sag nur Stuttgart. Das Trauma für mich immer noch Bayern 90 plus 7, Lewandowski. Also da gibt es so ein paar Beispiele. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da ein Baba-Spiel gemacht haben und am Ende da mit leeren Händen dastehen, aber natürlich haben wir das halt auch schon mal irgendwie erlebt, wo du denkst, ja, okay, vielleicht waren wir nicht gut, aber wir waren so nah dran, jetzt hier noch irgendwie was mitzunehmen oder zu gewinnen oder sonst was. Jetzt stehst du wieder mit leeren Händen. Da Bochum zum Beispiel, die uns dann in den Abstieg geschickt haben, kurz vor Schluss, weil sie die Ecke da noch reingemacht haben. Das möchte ich übrigens auch nochmal sagen. Wie kann das eigentlich sein, dass wir zwei Standard-Gegentore kriegen, so billige dann auch? Also in den ersten 15 Minuten drei Standards. Zwei sehr gefährliche Freistöße, einer davon dann drin. Gut, da kann Gersbeck nichts machen, aber wie kann das eigentlich sein, dass wir das so schlecht verteidigen? Und auch bei der Ecke, also ich habe keine Ecke gesehen von Paderborn, die scheiße war. Die waren alle richtig gut getreten, gegen alle mindestens mal irgendwie an die Latte oder in die Nähe des Tores. Und dass dann ein Musliu, der schon zweimal nah dran war, beim dritten Mal auch trifft irgendwann, ist dann halt auch kein Geheimnis mehr. Also auch das hat der Kommentator gesagt während des Spiels. Da fehlen dann halt auch einfach die Basics. Die Basics, die man in einem Fußballspiel haben muss. Und auch das hat er vorhin aufgezählt. Das fand ich eigentlich gruselig.
Seit 11 Spielen hat Hertha nicht mehr zu Null gespielt, hat jetzt in der Rückrunde 21 Gegentore kassiert, was mit einer der schlechtesten Werte ist. Dazu gibt es natürlich dann immer mindestens 2 Gegentore seit, ich glaube, 5 oder 6 Spielen oder so. Und im gesamten Saisonverlauf gesehen, da war die Hertha-Tore nicht mehr eingerechnet. Bist du jetzt bei, was sind das jetzt, 104 müssten es dann jetzt sein, 104 Tore mit Hertha-Beteiligung. Und das ist nach wie vor immer noch zu viel. Und Pardada ist ja eigentlich eher auch ein defensiv denkender Trainer. Das heißt, normalerweise müsste man ja davon ausgehen, das Konzept, was er hat, ja, ich kenne es, ich weiß es ja auch. Aber was ihn zum Beispiel auch stark gemacht hat, auch in der Zeit, wo wir noch Europa League gespielt haben, ja, diese Zeiten gab es mal, da kam er auch aus einer kompakten Defensive. Da haben wir verhältnismäßig doch mal ein paar weniger Gegentore kassiert, haben viele Spiele mal 3-1 gewonnen, mal 2-0, mal nur 1-0 oder so, aber die Null stand wenigstens. Und dann konntest du umschalten, hast diese Spiele noch gewonnen. Jetzt kriegst du jedes Mal mindestens 2 Gegentore. Gegen Nürnberg und gegen Paderborn lagst du jetzt halt jeweils hinten und musstest die Spiele irgendwie noch drehen. Und das kann so auf Dauer nicht weitergehen. Und ich kann da natürlich auch die Kritik irgendwie verstehen. Und wenn jetzt intern gesagt wird, ja, mit Pardada geht es nicht weiter und du brauchst da was anderes, also ich will jetzt das Fass hier nicht aufmachen, weil er hat jetzt gewonnen und wer gewinnt, hat recht, ne? Aber dass ich skeptisch bin, ob Pardada ein Aufstiegstrainer ist, das wisst ihr ja auch. Und dementsprechend ist es auch vollkommen legitim, wenn man sich hinter den Kulissen natürlich jetzt auch damit beschäftigt, wer könnte denn der neue Trainer sein? Aber das ist, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das jetzt auch erstmal Zukunft, es ist sowieso Zukunftsmusik, aber heute vielleicht auch Fehl am Platz. Heute sollte man einfach mal irgendwie glücklich sein, dass man dieses Spiel gewonnen hat, weil am Ende war es halt einfach nur Glück. Wie ich ja schon sagte, ich glaube, es waren 4 Torschüsse und 3 davon waren drin. In Paderborn gefühlt 20 Torschüsse und nur 2 sind drin. Ist jetzt auch nicht so, dass Gersbeck irgendwie da alles rausgefischt hat, sondern das war halt, das meiste war halt wirklich einfach nur irgendwie Aluminium oder da war ein Herthaner Bein dazwischen oder sowas. Ich glaube, Gersbeck selber hatte einen relativ ruhigen Abend, würde ich jetzt mal, oder hatte ich so jetzt im Gefühl. Ja. Ich glaube, ich würde es dabei sogar belassen. Ich habe jetzt den Parallel Rage gar nicht so ja, ausführlich gemacht, wie ich ihn mir eigentlich zurechtgelegt hatte, aber ich glaube, das wäre jetzt hier und heute sowieso fehl am Platz und deswegen belassen wir es dabei. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und dann hören und sehen wir uns bei den nächsten Videos wieder. Ich hoffe jetzt einfach mal, aber ich gehe jetzt eigentlich davon aus, weil dann auch mit Schule und so weiter, das ist dann vielleicht alles auch wieder ein bisschen einfacher. Dass wir uns am Mittwoch hören zum Vorbericht. Ich habe lange keinen Vorbericht mehr gemacht, hätte aber mal echt wieder Bock drauf. Und ja, nächstes Spiel dann natürlich in einer Woche gegen Rostock. Spätestens da hören wir uns ja dann sowieso wieder. Bis dahin, macht's gut, Harry, und tschüss.